Eierlikör in der DDR sehr beliebt. Und ich bin leider ein bisschen zu jung, um noch die Originalzubereitung gesehen zu haben, beziehungsweise gesehen vielleicht, aber nicht mehr so, dass ich sie mir gemerkt habe. Aber ich mache jetzt trotzdem mal welchen. Und wie einfach das geht, das seht ihr in diesem Video. So, hier habe ich jetzt das Eigelb schon mal aufgetrennt. Dazu gebe ich jetzt den Puderzucker. Ich fange jetzt erstmal mit der Hälfte an. Wenn ihr ein größeres Behältnis habt oder eine richtige Rührschüssel, dann könnt ihr natürlich auch gleich alles reingeben. Das vermengt sich ziemlich gut. Wie ihr seht, gibt eine richtig, richtig satt gelbe Farbe auch. Hau mal alles rein. So, bei den Alkohol habe ich jetzt mal prima Sprit genommen von Hardenberg. Der ist jetzt fast 70%. Früher gab es den auch ein bisschen höher, aber heute ist der nicht mehr so leicht zu bekommen. Ihr könnt natürlich auch rein Alkohol nehmen, das ist natürlich auch kein Problem. Dann messe ich mir mal 150 Milliliter ab. Das gebe ich jetzt mit hinein. Zudem gebe ich noch Kondensmilch, mindestens 10%ige vom Fettanteil. Da ist dann ansonsten ein bisschen zu, ja, sagen wir so, umso höher der Fettanteil ist, umso cremiger wird es dann auch. Wieder kräftig rühren. Wer Angst vor Salmonellen hat, kann natürlich das Ei dann am Ende auch so ein Wasserbad geben von mindestens 70 Grad und es da dann sozusagen im Wasserbad zusammen mit dem Puderzucker verrühren. Hier draußen in der Kälte brauche ich mir jetzt nicht weniger Gedanken darum zu machen. Aber wer jetzt das zu Hause nachmacht und da auf Nummer sicher gehen möchte, kann das dann im Wasserbad tun. Der Geruch ist schon mal auf jeden Fall wie Eierlikör. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das Ganze kommt dann auch direkt in eine Flasche hinein. So. Schließen noch mal ein bisschen. Durchmixen. Ich habe gerade festgestellt, irgendwie haut das mit den Maßen der Flaschenangabe, da soll ein Liter reinpassen. Mein Messbecher hat es gut wie ein Liter, also ja, okay. Wer auch immer jetzt Unrecht hat. Und wer jetzt aufschreit und meint, ich habe da was vergessen, der hat recht. Vanillezucker. Jetzt habe ich doch glatt den Vanillezucker vergessen. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Wir geben ihn direkt mit hinein. Das wird jetzt verschlossen und nochmal kräftig durchgeschüttet. So, das Schöne beim Eierlikör ist, man kann ihn direkt verkosten. Deswegen machen wir das auch. Schönes gekühltes Becherchen. Es hat Vorteile, hier draußen im Schnee was zu machen. Man kann sich das alles richtig schön so arrangieren hier. Wenn man keine gerade Oberfläche hat, macht man sich eine. Ziemlich geil. Also dann probieren wir mal den selbstgemachten Eierlikör nach einem Rezept der DDR.
Sehr geil. Man schmeckt natürlich noch intensiv den Alkohol, klar. Aber das wird natürlich jetzt mit ein paar Tagen Lagerung natürlich noch ein bisschen aromatisieren. Aber es geht runter, richtig schön sahnig, buttrig, ölig und einfach perfekt. Also sehr geiler Eierlikör, könnt ihr unbedingt mal nachmachen. Und ich denke jetzt gerade in der Winterzeit, ne, so jetzt bald Weihnachten, da kann man noch mal schnell ein paar Flaschen machen. Und demzufolge hat man dann auf jeden Fall was für den geselligen Abend. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es hier schneit und ein bisschen feucht ist und ein bisschen kalt ist, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und demzufolge könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren. Hier gibt es jede Woche wieder schöne Videos. Kurz dazu gesagt, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich mache jetzt nicht mehr freitags meine Videos, sondern es kommt jetzt eher am Wochenende, weil von der Arbeit her und so ist es meistens ein bisschen besser. Also ich mache das immer ein bisschen variabel. Ich werde auch demnächst das Titelbild mal ein bisschen ändern. Und dass ihr wisst, immer so gegen Wochenende, na, das kann von Freitag bis Sonntag sein, kommt dann ein Video. Und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Schlemmergemeiner. Ciao.